Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir ein bisschen Just Cause 3. Hier auf der PlayStation 4. Das war ein Reim, oh mein Gott. Heute ist wohl der Keim am Start, okay. Nein, aber heute mit Facecam das Ganze. Übrigens im Hintergrund. Das ganze Stimme. Stimme. Wahrscheinlich! Das ganze Zimmer wurde umgeräumt, also weil sie halt heute dabei ist. Julia, du wirst heute ein bisschen mit diesem Controller, ein roter Controller, ja, ein roter PlayStation 4 Controller, damit wirst du zocken. Du musst dich ein bisschen nach vorne lehnen, wenn du reden willst. Im Hintergrund haben wir Just Cause 3. Ja, sehr schönes Spiel. Eher gesagt da unten. Okay, gut, fangen wir direkt mal an. Also, let's go. Also, pass auf, du hast ein Auto. Ein Auto? Das Auto ist scheiße, Mann! Ich kann damit selber nicht mehr fahren. Okay, ich hab das letzte Mal. Also, erstmal, um ganz kurz was zu erklären: Man hat verschiedene Gebiete. Ja? Also, wir haben jetzt hier ein Gebiet. Und zwar, oder ist das ein Gebiet? Ich weiß es gerade nicht. Wir sollten eventuell aufpassen. Ey! Ja, da. Ja, also, okay. Wir haben hier ein feindliches Gebiet, oder? Nee, aber... Ich hab keine Ahnung, Mann. Guck mal. Was? Aua! Voll Witz! Guck mal, was für Ficker! Oh mein Gott! Ha! Ja! Du fickst halt einfach alle weg. Guck dir meine Auto an. Okay, aber wir haben verschiedene Gebiete, die wir zerstören müssen. Also wir haben da vorgeschrieben, was wir da zum Beispiel oben links seht ihr. Oh mein Gott, nein. Du lebst halt immer noch. Ich lebe noch. Okay, wir haben... Also, Just Cause 3 ist wirklich ein Spielerlebnisspiel. Soll ich vielleicht abhauen? Oh mein Gott, das ist das erste Feature, was ihr bei diesem Spiel seht. Das hat Ähnlichkeit zu GTA, wer es nicht kennt. Aber ich wollte ganz gerne mal was anderes machen als immer nur Minecraft. Minecraft war es, was ich gesucht habe. Genau, apropos gesucht, wir werden jetzt hier gerade unten gesucht. Wir sollten eventuell uns mal ein bisschen hier, können wir hier irgendwie... Ja! Digga, was willst du denn, Alter? Kann ich dich irgendwie abknallen? Ja, also, wir holen jetzt erstmal dieses Motorrad hier. Man kann ja nicht rennen, glaube ich, bei dem Spiel. Alter, guck mal, was sind das denn für kleine Wichser? So, Motorrad gesaved. Scheiße, ich kenn den. Okay. Doch, Motorrad. Wir bewegen uns erstmal zu Fuß. Und schauen einfach mal, wo müssen wir denn überhaupt hin? Das sollten wir vielleicht erstmal gucken, wie kriege ich denn die Karte? Da ist bestimmt irgendwo was. Und zwar, Julia, deine Mission ist es, ein ganzes Dorf, was wir finden, zu befreien. Okay? Meinst du, das kriegst du hin? Ich weiß, mit deinen Fähigkeiten wird das eine schwierige Mission, aber ich glaube, dass du das doch schaffen kannst. Oder? Was meint ihr? Was meint ihr denn da? Schreibt jetzt einfach mal in die Kommentare. Wird Julia es schaffen, ein ganzes Dorf? Eins? Ich habe schon 10.000 ausgraubert. Und übrigens, wenn Julia es nicht schafft, ein Dorf unter 3 Toten zu erobern, darf ich ihr als Bestrafung, das bedeutet, es gibt dann ein Bestrafungsvideo, darf ich ihr einen kleinen Mix zusammenstellen, ich keine Ahnung, Ketchup und dann mal dies oder das reintun kann. Und das muss sie dann trinken, aber sie muss halt jetzt nicht ein ganzes Glas trinken, denke ich mal. Das wäre ein bisschen heftig. Ich glaube, davor wird es schon eklig. Von daher, ich denke mal, wenn euch das gefällt, dann gebt diesem Video einfach mal eine positive Bewertung. Und
ja, hau ich einfach mal mit so einer Mini-Challenge am Start und mit Julia. Das ist eigentlich auch wie immer Hindernis genug, wenn man Julia dabei hat. Wie immer sage ich das. Und übrigens, wenn ihr eine Runde Lucky Race mal mit ihr sehen wollt, irgendwie auch mit einer Challenge oder so, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr noch so mit ihr sehen wollt. Dann einigen wir uns, denke ich mal, auf irgendwas Schönes. Genau. Gott, kannst du doch mal bei einem Scheiß-Teil sein, ja. Ja, ich bin auf dem Weg. Seh's. Da oben ist es. Ich kann verstehen, dass du dich freust. Kein Problem. Wir sind ja gleich da. So, wir haben jetzt das, das Dorf gefunden. Pass auf. Und zwar, du hast hier auch nochmal an euch Leute, ne? Also du hast links, ihr seht's auch, ein paar Sachen aufgelistet, ne? So. Diese Sachen musst du zerstören. Wenn du eines zerstört hast, dann geht da ein Balken immer weiter so voran und so weiter. Bedeutet, da... Wahrscheinlich sterben wir! Wahrscheinlich! Wir sind in Montana. Erinnert mich so ein bisschen an, Hannah, ja, Montana. Nee, nicht mal Hannah Montana. An Montana von hier, Prison Break, diese geile Serie, die bin ich im Moment immer noch am Suchten. Okay, für dich geht es jetzt los. Ich erkläre dir ganz kurz, du hast die Sachen gleich wieder angezeigt, ja? Und diese roten Sachen sind das immer. Es sind immer rote Sachen, die du zerstören musst. Okay? Wir sollten eventuell mal an den Boden. Wie schwul das aussieht. Guck, du bist so krass, du bringst sogar Bäume zum Umfallen. Ist so. Ja, guck, sag ich doch. Ey, wer macht denn das, Mann? Ja, Diana wahrscheinlich. Alter! Komm schon, das ist doch nicht witzig! Mann! Tschüss! Geh weg! Tschüss! Verpiss dich! Ja, geh! Verpiss dich! So, Leute, wir sind jetzt alleine. Und, ja, folgt mir alle auf Twitter oder Instagram. Ja, ja, nee, dir lieber nicht. Digga, ich komm hier nicht weg. Dankeschön. Okay, so, du hast jetzt die Möglichkeit. Nein. Viel Spaß. Nein. Viel Spaß. Es geht los, Leute. Es geht los. Endlich, nach geruhmer Zeit, geht es los. Okay, los geht's, komm. Okay, warte, was muss ich... Also, da siehst du diese roten Dinger, die musst du alle zerstören. Alle. Alles, was da rot ist, musst du zerstören. Ich verstehe. Ja, du musst auch dahin laufen. Aber aufpassen, die schießen da auf dich. Oh, was? Ja, du musst dahin laufen. Den mach ich doch. Ja, du rutschst da eher gesagt runter. Was machst du denn? Laufen. Achso, übrigens, was hier noch, du hast noch so eine andere Waffe. Also, das ist jetzt zum Beispiel, könnt ihr mal vormachen. Schießen jetzt einfach mal das Ding ab. Oder auch nicht. So, siehst du? Guck, jetzt hast du so ein Doppelradar zerstört. So, und das machst du jetzt auch. Womit denn? Ja, mit Schießen. Du wechselst hier die Waffe immer zwischen den beiden. Okay? Kriegst du hin. Ich glaube an dich. Eigentlich nicht, aber... Ja, du musst... Ja, aber du musst auch nah rangehen, um das abzuschießen. Wenn du jetzt schießt, dann du hast eine bestimmte Munition. Da, siehst du? Da siehst du das. Ja. So. Ich weiß jetzt schon, dass du noch 3 Minuten im Tod bist, Alter. Sag doch, das ist noch nicht mal in der Nähe vom Gebiet, zum Glück. Hä, ich war auch Kampfgebiet. So, Kampfgebiet, jetzt bist du gefickt. So, pass auf jetzt. Jetzt pass auf, jetzt gleich kriegst du den ersten Tod reingedrückt. Du solltest vielleicht anfangen, eine Sache kaputt ja, zu machen. Ich seh da nichts. Tod. Ja, ja, Mann, was machst du denn? Ich versuche das. Jetzt geh nach links, da. Ja. Schieß da runter. Ja, da, warte noch nicht. Da rechts, da! Schieß es ab! Schieß es ab! Jetzt! Schieß! Schieß! Drück den Knopf! Drück doch den Knopf! Ich weiß nicht, wo man schießt! Guck doch! Da! Oh, ups! So! Bam! Siehst du? Ja, ich wusste nicht, wo mit R2! Also R für rechts, ja? So! Okay. R2! So! Okay, schaffst du! Diese Schicht ist richtig voll scheiße! Ja, du bist auch scheiße. So.
Okay, pass auf, jetzt guckst du nach rechts, da nach unten wieder. Da ist wahrscheinlich noch was. Ja, das bringt nichts, wenn du auf der Stelle stehst. Du musst vielleicht auch mal laufen. Weißt du, Leute, wo ist denn mein iPhone? Ich bleibe einfach hier sitzen und guck mich im Raum um. Wo ist mein iPhone? Ich suche einfach nicht. So, ich bleibe einfach nur sitzen. Ich guck einfach nur. So ist das. Ja, was muss ich denn machen? Ja, du musst es jetzt mal... Da ist eine Granate, pass auf! Was, wo? Ja, da, guck mal, da hinten ist ein Radar. Das musst du zerstören. Pass mal auf. Ich helfe dir mal ganz kurz. Pass auf, du gehst jetzt dahin, zack. Das kann ich doch nicht machen. Guck mal, die musst du zerstören. Warte, die musst du zerstören. Du schießt jetzt. Komm, schieß. Schieß. Drück du den Knopf. Da, du musst alles, was da ist, zerstören. Schnell, bevor du stirbst. Da ist ein Sniper. Da ist ein Sniper, da ist ein Laserpointer. Ja, du bist so blöd. Schieß. Ja. Ich weiß nicht, wie ich wegkomme. Okay, du bist tot. Du bist tot. Nein, du bist tot. Nein, bin ich nicht. Nein, bin du bist tot. Nein, tot Nummer. Nicht. Nummer. Nein. Nummer. Eins. Was? Tot nein. Nummer. Ich lebe. Eins. Aber ich bewege mich noch. Ich lebe noch. Ja, du bewegst dich im Tod, Alter. Das kann ich selber nicht sein. Ja, schieß. Drück. Drück. Wir spielen einfach an Dingens. An. Ja. Schieß. Schieß ja. Schieß doch. Ich schieß ja. Ja, nein. Ach so. Oh, nee, warte, warte. Nein, stopp, nicht schieß. Nicht schießen. Schieß! Ja, ich... Nach da! Nach da! Du bist schon wieder tot! Du sollst schießen! Tod Nummer 3. Nein! Tod Nummer 3. Nein! Tod Nummer 3, anstatt das... Tod Nummer 3. Nein! Now watch me whip! Now watch me nene! Ja, Julia, das ist deine Bestrafung. Nein. Du weißt, was die Bestrafung ist. Nein. Von daher wünsche ich dir viel Spaß mit der Bestrafung und... Von daher würde ich an der Stelle sagen, wenn euch das kleine kurze Video gefallen hat, okay, ob es kurz war, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einfach mal eine positive Bewertung. Nein. Und dann seht ihr die Bestrafung. Und deabonnieren da. Also wenn ihr die Bestrafung sehen wollt, dann gebt auf jeden Fall eine positive Bewertung und dann sehen wir uns bei der Bestrafung wieder und haut da rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.